Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es den nächsten Teil zu meiner Pokémon Tierlist und zwar Gen 2 und ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß damit. Boah, Gen 2. Das ist aber auch gemein. Gen 2, auch ganz viel Liebe. Fand immer Noctu ganz geil. Aber Teddy Ursa ist auch so süß. Oh, ist das schwierig. Ich glaube tatsächlich hier die Eule. Ich habe den Namen vergessen. Hoothoot. Hoothoot ist halt schon cool. Schwierig, schwierig. Ho-Oh, geil. Definitiv, aber Ho-Oh kommt nochmal dran. Ich glaube, ich hätte Tornupto genommen. Tornupto Hundemon ist auch krass geil, aber ich würde sagen Tornupto. Tornupto ist cool. Wasser-Pokémon. Boah, das ist gemein. Impagator oder Suicune? Würde ich sagen jetzt. Ne? Die beiden. Oder was meint ihr? Die anderen sind definitiv auch nicht schlecht, aber Impagator oder Suicune? Boah, ich glaube, Suicune ist bei mir vorne. Ist unglaublich hübsch. Unglaublich hübsch. Pflanze. Oh, das ist eine entspannte Auswahl. Aber wir haben Celebi dabei. Meganie ist halt heftig, ne? Fand ich immer cool. Ist auch schön. Und tschüss. Elektro. Elektro. Ist nicht so viel Auswahl, ne? Katze ist halt schon krass. Ne? Die ist halt schon krass. Also die anderen sind auch gut. Hier Zuckerwatte bin ich am überlegen. Ach, Mann. Fand ihn aber auch immer geil. Gucken wir mal. Ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Ampharos, ja. Ampharos schon geil. So, Ice-Typing haben wir nicht so viel. Da hätte ich. Sneebel oder Botogel? Ich glaube, Sneebel würde ich da schon sehen. Favorite aus den fünf. Botogel war auch immer süß. Einfach dieses Mimik, ne? Dieses Gimmick meine ich. Das Gimmick ist schon cool. Sneebel, ja. Oh, Kampf-Pokémon. Scaraborn. Definitiv. Würde ich sagen. Scaraborn, Rabautz, weiß ich nicht. Und Capoeira, cool, aber Scaraborn. Poison. Poison würde ich schon sagen. Ich glaube, Weberak war das, ne? Weberak ist so ein kleiner Cutie. X-Bud, ja, ist okay. X-Bud ist okay. Also ich hasse das. Kennt ihr dieses Gefühl, dass dir alle gefallen? Also jetzt in dem Fall tendiere ich zwischen den dreien. Baldorfisch ist raus. Ich finde halt die kleine Spinny so süß, ne? Oh, ist das schwierig. Ich glaube, Cutie-mäßig würde Weberak gewinnen. Aber X-Bud ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, bei Ground-Typing bin ich schon direkt so 100% sicher. Wobei natürlich Skorgro auch insane gut ist, ne? Skorgro, oder Skorgla ist das, ne? Skorgla müsste das doch noch sein. Aber Stalos. Ich habe Stalos, als das Gen 2 rauskam, so heftig gefeiert. Einfach eine Weiterentwicklung von Onix, was so massiv wirkte. Das war richtig cool. So, bei Flug haben wir wieder eine schöne Auswahl. Boah. Coole Pokémon dabei. Auch hier der Käfer. Aber ich habe meins schon gesehen. Ich habe meins definitiv schon gesehen. Ho-Oh, hätte ich vielleicht bei Feuer wählen sollen. Also Ho-Oh ist eigentlich auch ziemlich nice. Aber hier hätte ich gesagt Lugia. Lugia ist halt cool. Was habe ich denn für Feuer gewählt?
Ah, definitiv so. Tornupto ist schon nice, aber ich mag eigentlich Lugia und Ho-Oh lieber. Ich fand die Legendaries sehr gut in dem Spiel. Ist halt schwierig, sich da zu entscheiden bei einem. Das ist echt schwierig. So, Psycho-Pokémon. Psycho-Pokémon, haben wir die Inkognito? Also ich tendiere zwischen Psyana und wohin genau, weil wohin genau ist einfach witzig. Aber ich glaube, ich bin mir da schon sicher, was wir den hier nehmen. Psyana ist toll. Käfer. Oha. Ich würde sagen Xerox. Xerox würde ich sagen. Scaraborn haben wir noch. Xerox ist cool. Fostelka ist nur cool in Shiny wegen Gold, ne? Xerox ist halt wirklich cool, ne? Muss man sagen. So, jetzt sind wir bei Gestein. Und bei Gestein haben wir auch Despota dabei. Und da würde ich sagen, definitiv Despota. Despota, definitiv. Ganz geiles Ding. Geist-Pokémon. Oh, ist das schwer. War es wirklich nur ein Geister-Pokémon in Gen 2? Heftig. Genauso wie Drache. Oha, Zetra King. Dark. Oh, Dark. Oh, Dark ist schwierig. Oh. Nachtara würde ich sagen. Sneeple. Undemon. Und Duster und Despota. Ich würde sagen, definitiv Nachtara, ne? Schönes Pokémon, wirklich. So, Stahl. Ah, jetzt weiß ich auch, was Kevin meinte. Zwecks Stahl-Pokémon. Mhm. Das heißt, wir nehmen hier Xerox. Und bei Käfer haben wir nochmal die Chance, nachzuregeln. Wir haben Scaraborn schon für Kampf. Wir haben für Käfer schon den kleinen Pupsi-Käfer. Webarak. Ich glaube, hier würde ich Ariados nehmen. Ich glaube, Ladybar hieß das Ding, ne? Ist auch süß. Aber ich glaube, Ariados ist schon geil. Fee. Oh. Ich glaube, bei Fee würde ich Granbull nehmen, oder wie der hieß. Peace Obersweet. Azumarill kann ich nicht mehr sehen, da habe ich irgendwie schlechte Gedanken. Togepi natürlich auch sehr, sehr süß. Granbull. Granbull ist schon cool. Starter-Pokémon. Nochmal eine neue Chance. Ah, Favorite Starter-Pokémon. Favorite Starter-Mon. Habe ich Impagator schon gewählt? Nee. Dann wäre es Impagator. Doch, von allen drei Impagator definitiv. Gimmick. Haben wir auch die Gimmick-Pokémon? Yo. Ui. Okay. Also die einzigen, oder die, das einzige, was ich davon kenne, ist das Xerox. In der Megaform. Scaraborn sieht aber auch witzig aus. Das ist schwierig. Ich glaube, also ich pendel gerade, ich finde Despota irgendwie komisch. Pendiere zwischen Stalos und Hundemon. Und bei Hundemon sieht einfach schon krass aus mit diesem Skelettpanzer. Stalos ist ein bisschen anders, ja, aber ich glaube Hundemon. Das ist schon heftig. So, legendäres Pokémon. Lieblingslegendäres Pokémon. Ich habe nie Celebi richtig gefühlt. Ist ein schönes Pokémon. Bei euch ist Celebi sehr beliebt, ne? Lugia. Ihr werdet mich hassen. Ihr werdet mich hassen, aber ich mag am liebsten tatsächlich Ho-Oh. Ich mag Ho-Oh wirklich sehr gerne. Das ist echt mein Favorite. Die anderen, es sind alle cool, aber so von allen, ne? Schwierig, schwierig. So, und jetzt aus der kompletten Gen. Aus der kompletten Gen auch noch mein Favorite ziehen. Das ist so gemein, ne? Es ist so schon so schwer, sich da zu entscheiden, weil ja auch viele Favorites sind, ne?
Boah, ist das schwierig. Favorite aus der zweiten Gen. Als allein, also, ich finde, die haben so gute Pokémon-Designs gehabt. Aber jetzt ist echt für mich schwierig. Das ist echt schwierig für mich. Es ist echt schwierig. Ich glaube, ich würde sagen Ho-Oh. Stalos ist auch Lugia. Lugia, Ho-Oh sind bei mir ganz oben. Oh, es ist so schwierig. Ich glaube, Lugia ist schon ganz gut. Lugia sage ich schon, Ho-Oh.